Herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück zu Let's Play F1 2012. Bevor wir jetzt aber zum großen Preis von Indien gehen, habe ich für euch ein paar News zu erklären. Und zwar werden wir etwas ändern, und zwar eine Schwierigkeit. Ihr habt ja gesehen, dass es denn in Yongyam, Südkorea, einfach war im Rennen und im Qualifying schwer. Deswegen habe ich mir jetzt entschieden, dass wir ABS einmachen, Traktionskontrolle wieder auf vollständig, wie es vorher war, aber nicht auf fortgeschritten, sondern auf Profi. Genau, Leute, null Rückblenden, weil, ja, sonst ist es einfach zu einfach gewesen und ich will für euch ein bisschen Spannung mit reinbringen. Und ich habe mit ein paar Leuten darüber geredet, was ich hier machen soll, weil ein Force India fährt doch, glaube ich, nicht vorne um die ersten Plätze mit. Okay, in Brasilien hat man es gesehen, dass man ein Force India mitfahren kann. Aber ein Force India kämpft eher so um Platz 10, 9 oder 8. Und das will ich für euch heute schaffen. Mal sehen, ob uns Mark Webber in der Fahrarbeitung noch einholt. Aber ich hoffe mal nicht, weil ich will gerne zu Red Bull in der zweiten Saison gehen. So, ich würde sagen, wir starten sofort das Rennwochenende in Indien. Aber wir gehen nochmal kurz hin zu den Wettereinstellungen. Also am Freitag im Training ist es perfekt wolkenlos, sonnig. Am Samstag Qualifying, da sind es nur noch 24 Grad bewölkt und trotzdem Sonne. Und am Sonntag ist es noch mehr bewölkt als am Samstag und am Freitag. Also das, glaube, wird ein Regenrennen werden. In Indien sehen wir auch nicht alle Tage, aber ist halt so, Indien. Das zweitgrößte Land mit den meisten Einwohnern nach China, mit, wie viel hat China? 2 Milliarden und Indien 1,2, 1,3 Milliarden. Bestimmt. So, Training, Leute. Das gefällt mir. Da steckt da ein. Und mal sehen, wie wir es jetzt schaffen. Profis eingestellt. Und ich hoffe, dass wir gut durchkommen werden. So. Ich gucke mal. Ein wichtiges Wochenende für das Team. Die Erwartungen sind entsprechend hoch. Trotzdem 0%. Okay. Die sagen das. So, auf jeden Fall, wenn wir... Na, wir werden auf der härteren rausfahren. Kein Ziel. Setup. Wie wär's? Habe ich keins. Toll. Okay, ich würde sagen, wir nehmen jetzt erstmal hier fürs Training, dann nehme ich gleich mal. Okay, 10 Runden reicht, glaube ich. Warte mal, jetzt kann man den Motor wechseln. Genau. Verlierst du die verbleibenden Sessions, da diese für... Okay, gut, dann werde ich lieber mal ein bisschen noch fahren, bevor wir den Motor wechseln, weil der ist schon 85%. Da könnten wir jetzt mal einen neuen einbauen. So, Ingenieur auf die Strecke rausfahren. So, ich habe jetzt mal noch von meiner Grafik auch was umgestellt. Und zwar das Windzeig, also die vertikale Synchronisation habe ich aufgestellt. Mal sehen, ob es jetzt mit besseren FPS läuft. Immer, okay, 27, 28 ist schon besser als vorher. Mal sehen, wie wir jetzt hier durchs Rennwochenende kommen. Ich freue mich auf jeden Fall. Wieder einspielen hier. Okay, es sind 30 FPS, ja, okay. Die vertikale Synchronisation macht ganz schön was aus. Aber ich kann dann auf der... Die neue Festplatte, die ich dann bekomme, kann ich denn alles auf voll spielen, also Anti-Lasing 8, dann, ja, alles hoch auf jeden Fall. Einstellung der Grafik auf sehr hoch, wir spielen nur auf hoch. Und ja, dann sieht jetzt alles noch ein bisschen schöner aus. Erstmal mit Indien klarkommen. Ich glaube, ich fahre jetzt zum zweiten oder dritten Mal hier in dem Spiel. Den Teil finde ich richtig scheiße, ey. Besonders finde ich den sehr schwer. Weil die ganzen Kurven, die hier sind, ey, die sind schwer anzufahren. Finde ich. Vielleicht für manche ist es einfach.
haben sie natürlich auch besser gemacht. Also bei F1 2011 konnte man, glaube ich, diese Kurve hier voll fahren. Ich meine, ob man sie auch hier voll fahren kann. Werden wir alles sehen. So, wir sind ja auf der härteren Mischung unterwegs, werden wir mal so 4-5 Runden fahren. Und dann gehen wir mal auf die erste schnelle Runde. So. So. Ich weiß auch nicht, ob es denn für euch jetzt besser ist, jetzt, wenn ich jetzt mit Fahrhilfen fahre, oder ist besser mit besser ohne Fahrhilfen. Schreibt es bitte in die Kommentare. Ich nehme jetzt hier schon einen Tag später auf, wo das Rennen kam. Ja, sind schon 3 Kommentare, komm, eins von mir. Ist ja alles super. Freut mich auch, dass ihr so zahlreich diese Videos guckt. Okay, wir laden schon sehr viel hoch, ja. Aber okay, sind schon sehr viele, so 700 sind schon 700 Videos und fast 400 Abonnenten. Ist schon was. Noch kurz ein Mega-Leck drinne. Indien, eigentlich eine geile Strecke, Leute. Außer der zweite Sektor. Der ist scheiße. Hier, dritter Sektor. Gefällt mir wunderbar. Schön Kurven fahren. Oh, fuck, ey. Na, da redet man von schönen Kurven fahren. Irgendwie zurück an die Box, dann bekommst du eine neue Nase. Super, ey. Scheiße. Scheinkleister, das gibt's ja nicht. Lass mal Frontflügel ab. Dann fahren wir wieder rein und werden auch sofort wieder rausfahren. Naja, passiert halt. Ah, nur 60 hier. Mann, Mann, Mann. Wird wieder lange dauern beim Rennen, ey. Ja, auch für die sieht schon geil aus, so. Da haben sie auf jeden Fall die Grafik richtig gut gemacht. Also ich finde immer noch 2010 hatte die beste Grafik. Und jetzt, da haben sie 2011 so ganz komisch gemacht. Und jetzt, und 2012 haben sie jetzt nochmal einen Ticken besser gemacht als 2010. Aber irgendwie finde ich sie trotzdem besser als bei 2010. So, wir bleiben auf den harten Reifen und werden jetzt nochmal rausfahren. Und diesmal eine fliegende Runde. Meine Fresse hier. ...1,33 fahren die hier. Alles rauskloppen. Okay, Standard. Natürlich muss man ja auch aufpassen, dass man nicht... wie heißt das? Abfliegt. Also auch mit Fahrhilfen ist es eigentlich ganz schön schwer zu fahren. Aber okay, natürlich einfacher als in den letzten, bei den letzten Rennwochenenden. Aber trotzdem. Ich glaube, ich hätte mal doch eine Saison im HRT bleiben sollen. Weil dann hätte ich auch fortgeschritten weiterfahren können. Ohne Fahrhilfe, und dann wäre das ja alles sehr schön gewesen. Glaube ich, dann wäre es auch spannender gewesen. Und natürlich ist der Force India natürlich ein besseres Auto als der HRT, sehr ganz klar. HRT ist 2013 leider nicht mehr dabei. Schade. Das
der Lex kann doch mal wieder weggehen, diese Standbilder. Die sind auf hart unterwegs, tut mir leid. Okay, 18. Naja, okay, alles besser. Wo der erste Sektor eigentlich ganz gut war. Im zweiten Sektor holt die KI sowas von auf, ey. Aber habe ich auch bei einem anderen YouTuber gesehen, dass die KI auf Legende sowas von stark im zweiten Sektor ist. Das ist nicht mehr normal. Weil da verliert er mindestens immer 1 bis 2 Sekunden. Aber holt er natürlich dann wieder alles auf. Also immer so abwechselnd. Okay, ich war verbessert. Ganz Vorsicht. So, jetzt sind wir dann mal hier. Okay, okay. Und das haben wir jetzt. Da jetzt hinter. Mal sehen, ob wir jetzt in Sektor 2 wirklich was rausholen können. Dafür ist ja das Training da. Wir können jetzt mal eine Runde auf Fett fahren. Mal sehen, was es jetzt bringt. Ich glaube, 2011 war der erste Sektor hier zu Ende. Und der zweite Sektor war, glaube ich, auch denn da. Wo war... Ne, der war... Ah, ich weiß, wo er zu Ende war. Oh, Bestzeit! Ah, schade, Der zweite Sektor war hier zu Ende. Und dann bis zum... bis zum Start und Ziel. Ja, das war kacke. Können wir ein bisschen Power holen für die nächste Runde. Also eine 1.33 will ich es schaffen auf jeden Fall. Das ist mein Ziel. Mann, dieses Standbild nervt jetzt allmählich. Das weiß ich. Hallo, es gibt Gummi, mein Freund. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr für in eurer Karriere, was ich hier für Zeiten gefahren seid in Indien. Also im Qualifying. Vielleicht welchen Team, Saison, würde mich alles mal interessieren. Oh, wenn ihr es überhaupt, wenn ihr das Spiel überhaupt habt. Ja, so läuft, würde ich sagen, oder? Also schreibt einfach mal in die Kommentare. Jetzt wird diesen Run nicht versauen. Jetzt haben wir schon mal so viel Zeit gewonnen, ey. Oh, den Kurvenausgang haben wir jetzt sehr gut genommen. Sind wir noch auf Bestzeitkurs? So, mal sehen, was jetzt hier...
Sehr schön, wunderbar. Ey, nice, Leute. 1:33:0. Okay, natürlich mit Fahrhilfen. So, dann werden wir jetzt nochmal den Rest nochmal einfach mal ein bisschen austrudeln lassen. Und dann in die Box fahren. Und dann werden wir mal so wieder auch so 3-4 Runden auf weich fahren. Aber ich glaube, nee, die weichen Reifensätze lassen wir mal fürs Qualifying. Weil, ja, ich werde keine unnützen Reifen hier versauen, wenn ich rausfahre, ins Kies rein fahre, irgendwie so abfliege und dann sind die auch schon wieder hin, ist auch doof. Okay, hin sind sie nicht. Fahren sich natürlich gut, aber haben natürlich Grip verloren. Das ist der Nachteil. Okay, ey, das freut mich, dass wir jetzt so eine gute Zeit gefahren sind. Und trotzdem sind wir eine halbe Sekunde schneller als die KI, aber das ist doch Training, das ist alles noch Training. So, rennen hier. So, liebe Freunde, hier bin ich wieder. Danke, dass das lieben Frapses bzw. meines wundervollen PCs. Dankeschön, du bist ein wunderbarer, der in letzter Zeit nur am Rumspacken ist. Hat erstmal den ganzen Computer runtergefahren und damit vielleicht 2 Minuten okay, ja. Sollte ein Kinderspiel sein, die nächste Qualifying Session zu erreichen. Versuche so früh wie möglich eine gute Zeit zu fahren, damit wir die Reifen schonen können. Der eben den Aufnahme, wo ich gesagt habe, da ich jetzt richtig Bock drauf habe. Also ihr habt noch den Einfahrt der Boxengasse gesehen, aber dann wo ich reingefahren worden bin und gesagt habe, dass wir zum Qualifying springen. Ich bin halt im Training bin ich Erster geworden. Der gleichen Zeit, die sind nochmal rangekommen auf die auf 14. vielleicht dann auf. Ohne Fahrhilfen wäre ich dann vielleicht eine halbe Sekunde, 17. langsamer gewesen. So, auf jeden Fall sind wir jetzt im Qualifying. Ich hoffe, ihr verzeiht mir wegen dem kleinen Fehler. Wenn es nochmal passiert, ich raste hier total aus. Alter. So, jetzt werden wir mal auf der weicheren Beschleunigung fahren. Wunderbar. Die fahren alle schon raus. Die Rest ist auch schon draußen. Der wäre als Erster rausgefahren. Ich würde sagen, wir gehen auf die Strecke. Und eine fliegende Runde. Die Aufnahme hat so perfekt gestartet und dann geht dieser Kack ey los. Wunderbar, Dankeschön. So. Erste Runde im Qualifying. Alles rauskloppen, was geht. Jetzt 2011 war das mal auch ein Abkürzen. Da die erste Kurve. Ey, wäre das mitten im Training passiert, so gegen Ende. Ey, ich wäre ausgeflippt innen. Dann würde ich das ganze Training nochmal neu fahren müssen. Nochmal neu aufnehmen. Wunderbar. Aber wie denn? Wenn ich... Ah nee, ich glaube... Ah. Dazu komme ich gleich. Paul hat sich auf Platz 1 geschoben. Wie bitte? Erste Startreihe. Was fahren die denn für Zeiten? Ihr sagt doch, das ist nur Training, ey. Das ist echt nur Training gewesen. Aber fahren die erstmal hier 1-2 Sekunden schneller. Komm. Gib Gummi.
Das können wir fern, das könnte was fern. Yes, Mann! 32,6, das gefällt mir. Also besser als vorige Runde. Im Training meine ich. Sehr schön. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Oh, schon wieder alles entfallen, ey. Nee, das... Wenn es ja mitten in einer Session passiert, also... Sagen wir mal, zum Qualifying... ich bin so auf einer schnellen Runde unterwegs, im Q2. Naja, im Q2, ja, und... Nee, sagen wir mal, das ist ein Q1. Oh Mann, man ist nur im Qualifying, ist auch egal. Und... Dann... Komm, ey. Was, Alter? Ey, es ist doch nicht mehr Profi, das ist Legende. Hier werde ich sowas von ablosen. Die Wrestlers werden ja für eine Zeit hin. Oder dann kommt Fahrzeug an. Die muss ich mal schnell vorbeilassen. Ich wollte sagen, wenn man jetzt in Q1 da der PC abkackt und dann das Spiel neu starte, dann... kann ich ja glaube noch Q1 nochmal fahren. Aber wäre natürlich doof, denn wenn es ja nicht gezählt würde, also wenn ich jetzt Q1 mit dem Q1 bin, dann Q2 da steht, das wäre auch doof, aber sind ja auch egal. So, zweite schnelle Runde. Ach komm, mach doch mal der ist an hier. Fahren die denn für Zeiten, bitte? Da muss er mal richtig, richtig Gas geben, Alter. Die Rester 1.30.6.9. Krass. Ey, ich bin froh, weil ich eine 31er fahre, oder? Ich bin schon mit der Zeit zufrieden. Okay. Ich verliere so unglaublich viel. Jetzt kommen 2 Sekunden. Du hast fast kein Benzin mehr. Fast ach komm. Benzin mehr. Komm in den nächsten 2 Runden an die Box. Scheiße. War gut, aber in den Sektoren 2 und 3 verlierst du etwas. Scheiße. Okay. Jetzt sind wir 7. im Moment, jetzt sind wir schon 12. Alter Scheiße. Okay. Alter. Die Wrestler, was geht mit dem ab? Und das ist mal an Maldonado. Wer? Was ist das? Gewette Alonso. Ricciardo. Alter, was geht ab, ey? Der ist momentan schon wieder auf einer neuen persönlichen besten Runde. Alter. Mein lieber Scholli, ey. Mensch, schön. So, ich spule ein bisschen vor. Oh Gott, Alter. 1.32.9. Wo bin ich? 14. 15. Dir bleiben noch 5 Minuten in dieser Session. Das reicht gerade. Bis 3 Minuten werde ich mal warten. Scheiße, bin 16. Das ist immer noch... Oh komm, Massa, lass mir das bitte, ey. Oh, der ist auch nicht, ey. Guck grad nur auf Massas Zeiten, ey. Oh, scheiße, das war besser. Mann, ist das spannend hier. Ich werde nochmal rausfahren, okay. So.
Raus, fliegende Runde. Ich bin da drin, okay. So, die fahren alle rein. So, Benzin fällt. So, jetzt geben wir noch mal richtig, richtig Gas hier. Alter, das ist... Toll, jetzt schon verhauen! Ich glaube, da können wir nichts mehr rausholen. Scheiße! Nee, Leute. Okay, Busch weiter. Das ist deine letzte gezeitete Runde. Das können wir vergessen. Aber ich darf ja zu weit raus. Ach, leck mich doch, ey. Vier. Wir bin jetzt raus. Yes. Du bist für die nächste Session qualifiziert. Oh, ich muss mich um eine halbe Sekunde verbessern, um ins Q3 zu kommen. Ey, der fährt ja ehrlich auf Platz 1. Ey, was denn das für einer? Hier, Vettel, guck dir das an, der fährt eine Sekunde langsamer. Oh, auf jeden Fall Q2, Leute. Mein Gott, ey. Indien. Deswegen, jetzt verstehe ich auch, warum die in der realen Formel 1 auch zweimal anderthalb Stunden und einmal eine Dreiviertelstunde fürs Training geben. Das ist ganz schön krass, Alter. So, okay. Jetzt will ich auf einen neuen Satz rausfahren. Einfach die Motor wechseln. Toll. So. Drei Runden. Toll. Mal vier Runden rein. So, auf die Strecke, fliegende Runde. Ich hoffe, jetzt sind nicht mehr so viele da, oder? Ich werde ein bisschen vorspulen. Ich werde warten, bis die wieder alle in der Box sind. So, jetzt, okay. Jetzt sieht's gerade gut aus. Komm. Ja, nur den Button. Der will mir doch wohl vorbeilassen. Ja, du bist ein ganz netter, danke. So. Oh, das sieht ganz schön bewölkt aus. Komm bitte! Mal sehen, ob wir das jetzt wirklich hier hinbekommen. Es wäre jetzt richtig nice, wenn wir jetzt hier eine 32er fahren, ey. Das wäre richtig, richtig nice. Also eine 32.1, was hier der Massa hingelegt hat. So läuft's, Leute! Boah, fick die Oma! Gibt's ja nicht! Alter Scheiße!
Boah, Leute, ey, Leute, Leute. Geil ist das denn hier, ey. Wir sind jetzt momentan auf Platz 10. Rosberg fährt 1.30.2. Unglaublich, fährt 2 Sekunden schneller als ich. Das kann ich nicht glauben. Auf Profi. Was fahren die denn bitte auf Legende denn? Ey, oh, fahr ich auf Legende? Was ist das denn? Wieso bin ich jetzt 11. Oh nein. Auf jeden Fall, Leute, werde ich gleich nochmal eine richtig geile Runde raushauen. So kommt die Kurve. Ey, weder große Chance so 5 oder keine Ahnung, so 30 Hundertstel schneller oder so. Für eine 1.30 1.2 oder sowas, das wäre richtig mies, Leute. Dass wir nochmal die Reifen nochmal aufwärmen. Da fahren sie alle nochmal raus. Guckt euch das doch mal an, ey, nein, oder? 1.32, 1.2. Noch 3 Minuten. Alles rausglauben jetzt, alles rausglauben, die wahrscheinlich letzte Chance. Eigentlich haben wir jetzt schon die erste Kurve verkackt. Muss jetzt was Geiles werden, Leute. Auf jeden Fall. Die Zelle im ersten Sektor schaffen wir von Grosjean. Auf jeden Fall. Verpisst euch da vorne. Ey, was machen die denn da? Ja, danke. Was ist denn hier los? Super, seid ihr, ihr seid die Besten. Was fahren die denn da? Die haben meine Runde versaut. Oh, danke. Fick dich. Boah, es ist echt doof hier, so scheiß KI. Ey, was fahrt ihr denn? Ihr fahrt hier 20 oder was? Hat so eine Chance hier. Ey, komm, die Runde muss jetzt hier sitzen. Und Benzin halt bitte mit durch. Wenn nicht, war das eine starke Leistung von uns, ey. Das war krass, ey. Du bist im Klassement zurückgefallen. Du liegst jetzt auf Platz 11. Scheiße, scheiße, scheiße. Nein, ach, kacke. Nee, okay, Leute, das können wir vergessen. Da trennen uns wirklich nur so wenig, ey, von... Ach, kacke. Lass sie mal vorbei hier. Ne, da gehen wir jetzt schon mal zur Garage. Fuck it, ey. Das ist die letzte Chance auf eine gute Zeit. Okay. Da, was? Okay, da hat sich der Roman-Crew schon nochmal verbaut. Hamilton plus 20 Position. Oh, ja, der Weltmeisterschaftsführende kriegt die Strafe. Bäm. Was? Wie geht das denn? Zweimal Mercedes. Drei Deutsche, so läuft's. So. Ja, jetzt fährt die Reste erstmal so schön 1,6 Sekunden langsamer. Wunderbar. Geschlagen haben wir ihn. Das war mein Ziel. Aber da haben wir uns wirklich eh so knapp scheiße gefehlt, ey. Okay. Sehr schön. Ich glaube, unser Team kann damit zufrieden sein über diese Platzierung auf Profi. Ich bin damit zufrieden. Ich hoffe, ihr auch. Und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder von F1 2012. Dann im Rennen von Indien. Ich hoffe, ihr seid wieder morgen dabei. Bis dann. Und...